Wir zeigen unser Gesicht, denn das ist unsere Pflicht, das haben wir geschworen. Mein Name ist Dr. Maria Hubmer-Mock und ich bin die Initiatorin von Hashtag Wir zeigen unser Gesicht. Es freut mich besonders, die Jubiläumssendung von Wir zeigen unser Gesicht am Pfingstmontag 2022 eröffnen zu dürfen. Vor etwas über einem Jahr, am Pfingstmontag 2021, haben erstmalig mutige Ärzte und Anwälte, junge Erwachsene und Eltern vor den Gefahren der Covid-19-Impfungen zu diesem Zeitpunkt bedingt zugelassen für die ab 12-Jährigen gewarnt. Mittlerweile wurde die bedingte Zulassung auch auf die Kinder ab 5 Jahren ausgeweitet. Und zu unserem großen Bedauern und Erschrecken vom österreichischen Nationalen Impfgremium mittlerweile auch die Boosterimpfung für ab 5-Jährige empfohlen. In den USA wird für Juni 2022 sogar die Emergency Use Authorization, die Notfallszulassung für Kleinstkinder ab 6 Monaten erwartet. Was müssen wir nach über einem Jahr feststellen? Leider hatten wir mit einigen Befürchtungen recht. Myokarditiden, das sind Herzmuskelentzündungen, sind wirklich vermehrt in dieser Altersgruppe, besonders bei jungen Burschen, aufgetreten. Und das Schlimmste, unsere schlimmste Befürchtung wurde auch wahr. Es wurden im amerikanischen Meldesystem VAERS und im europäischen User Vigilance Todesfälle, die möglicherweise im Zusammenhang mit der Covid-19-Impfung stehen, von unter 17-jährigen Kindern und Jugendlichen gemeldet. Wir waren eigentlich der Meinung, dass wenn es auch nur den leisesten Verdacht von einem Zusammenhang der Covid-19-Impfung mit dem Tod eines Kindes geben würde, die Impfkampagne sofort gestoppt werden würde. Leider war dem nicht so. Deshalb zeigen wir auch weiterhin Gesicht und wir möchten Sie ermutigen, auch Gesicht zu zeigen, mutig Kinder und Jugendliche aufzuklären und vor diesen möglichen Gefahren der Covid-19-Impfung zu warnen. Besonders freut es mich, nationale und internationale Experten wie auch Robert Malone und Gerd van den Bosch in dieser Videoserie zu sehen. Zeigen auch Sie Gesicht. Danke fürs Einschalten. Wir zeigen unser Gesicht jetzt mehr denn je. Als eine in Italien tätige Rechtsanwältin in jenem EU-Mitgliedsland, in dem die Covid-19-Maßnahmen, allen voran die sogenannte Covid-19-Impfung, besonders hart und autoritär durchgeführt wurden, rufe ich alle dazu auf, jetzt erst recht durchzuhalten. Wir hier in Italien tätigen Rechtsanwälte, die wir seit nunmehr mindestens 1,5 Jahren die Fakten auf alle Gerichte und zu allen Staatsanwaltschaften gebracht haben, sehen nun endlich die ersten Erfolge. Und zwar sind es nun Staatsanwälte und Richter, wenn auch noch vereinzelt, aber es werden laufend mehr, die im Zusammenhang mit den sogenannten Covid-19-Impfstoffen nun endlich von experimentellen Substanzen und den damit zusammenhängenden schwerwiegenden Nebenwirkungsrisiko sprechen. Wir wissen alle, dass wenn wir uns nicht gemeinsam auf europäischer und internationaler Ebene zusammentun und gemeinsam wehren, unsere Zukunft durch digitale Impfpässe und damit durch die Beraubung unseres Grundrechts auf Entscheidung im Hinblick auf unseren Körper und weiterer Grundrechte gekennzeichnet sein wird. Deshalb bitte ich alle, nein, ich fordere alle auf, insbesondere die Eltern von Kindern, deren Zukunft de facto noch total bevorsteht, sich jetzt zusammenzuschließen und gemeinsam mit uns gegen dieses lokale, nationale, EU-weite und internationale Regime zu wehren. Wenn wir es nicht in den nächsten Wochen und Monaten tun, dann ist es endgültig zu spät. Und das dürfen wir unseren Kindern nicht antun. Hier ist mal wieder einer der Ärzte, die ihr Gesicht zeigen. Gleich mal etwas in eigener Sache. Nach 2 Jahren Pandemie, in denen ich als Zahnarzt ca. 30 Mal pro Tag unter Hochdruck Luft und Wasser in den Mund meiner Patienten gesprüht habe
und das Ganze vermischt mit Blut und Speichel samt meiner Assistentin wieder eingeatmet habe, liebe Politiker, ich muss euch enttäuschen, dagegen hilft keine Schutzmaske, egal in welcher Schutzklasse. Und was ist passiert? Ein Wunder. Das weltweite Massenzahnärzte-Sterben ist ausgeblieben. Und warum? Weil wir durch diese regelmäßige Lebendimpfung durch unsere Patienten ein ganz, ganz wunderbar starkes Immunsystem ausgebildet haben. Und da sind wir schon wieder bei unseren Kindern. Die Sinn- oder Unsinnhaftigkeit einer Impfung von Kindern ist mittlerweile ganz, ganz klar bewiesen. Dass aber unsere Politiker nicht davon ablassen, sogar eine Boosterimpfung von Kindern ab 5 zu propagieren, das ist eine wahre Schande. Und dass unsere Kleinsten die Letzten waren, die in der Schule Maske tragen mussten und damit ihr Immunsystem ganz, ganz massiv geschädigt wurde. Ihr Lieben, das lässt mich als Vater von 3 Kindern in einer Zeit, wo wir doch eigentlich evidenzbasierte Medizin haben sollten, noch immer fassungslos zurück. Und bitte hören wir nicht auf, weiterhin gegen diesen Wahnsinn aufzutreten. Hi, I'd like to talk to you today about jabbing the children. It's something that really should be concerning all of us around the world. And we in South Africa are especially concerned. Last year in November, our Minister of Health, Minister Joe Phaahla, made an announcement to say that they were going to be jabbing children in South Africa between the ages of 12 to 17. And the reason was because South Africans have not responded to the jab. South Africans have said a categorical no to the jab. Only 30% out of the 60 million South Africans have agreed to be jabbed. And even that 30% who have been jabbed simply because they were coerced to jab. They had no other option. The Minister of Health, Joe Phaahla, said, "We are only going to vaccinate the children with one jab of Pfizer." And here's the thing, listen to why he said that. He said, "Because it has been shown that there are some cases of transient myocarditis that happen in children when they're injected or when they're jabbed twice." Now, if you know that there's even the slightest potential for a child to get transient, I don't know why he says transient, there's no such thing as temporary harm to your heart. Myocarditis means you have a heart injury. There's no such thing as temporary heart injury. It is myocarditis, and that has been proven. We need governments, we need leaders who care about our health and are not interested in numbers, not interested in inflating their CVs so that they can be good members of WHO. We need members and leaders who are serious about the citizens' health and will do anything to protect our citizens' health. If you are in a nation out there where the government leaders are showing complete disregard for the citizens' health, if you are in a nation where the leaders are showing disdain for the citizens' health, I encourage you right now, vote them out. Take a stance, active citizenry. Go out there and strike. Go out there and call them out. Go out there and name and shame them. But do not accept leaders who are not prepared to protect the lives and the health of their citizens. So we will not tolerate. Our children are not only the future generation, they are the now generation. They're not just the next generation, they are the current generation. We're going to protect their lives at all costs. Protect the children, the future and the present generation. Wir sind uns sicher alle einig, dass der Mensch in der Medizin im Mittelpunkt stehen sollte. Mit Mensch meine ich Körper, Geist, Seele, Soziales, Spirituelles, Kulturelles. Das sollte alles selbstverständlich sein, besonders dann, wenn die Menschheit mit einer großen pandemischen Krise konfrontiert ist. Aber die Medizin ist krank. Sie leidet an schweren erkenntnistheoretischen Irrtümern.
zum Beispiel dem Dualismus, der Trennung von Körper und Psyche, oder dem Reduktionismus, dem alleinigen Fokus auf kleinste Bausteine des menschlichen Lebens oder auf Viren. In beiden Fällen wird der ganze Mensch vergessen von der Medizin und er wird wie eine Maschine behandelt. Wir sprechen auch von Maschinenmedizin. Diese Medizin ist Jahrhunderte alt und hat sich nicht verändert und ist nun in den letzten 2 Jahren in ein Desaster gerauscht. Die Covid-19-Pandemie zeigt den größten Skandal der westlichen Medizin auf und führt zu Paradoxien. Das heißt, sie versucht, den Menschen Gutes zu tun und ihn in Prävention, Diagnostik und Behandlung in Gesundheit zu bringen oder Krankheit zu vermeiden, schafft aber Umstände, die den Menschen erst recht krank werden lassen. Und das haben wir in den letzten 2 Jahren in einem unglaublichen Ausmaß sehen können. Ich habe mich in den letzten 2 Jahren mit diesen Paradoxien auseinandergesetzt und möchte 2 Beispiele hier anführen. Eines ist das Maßnahmenparadoxon. Ich bin Psychoneuroimmunologe und erforsche den Zusammenhang zwischen Psyche und Immunsystem. Und wir wissen ganz klar aus der Psychoneuroimmunologie, dass Menschen, die chronisch gestresst sind, zum Beispiel durch Angst, Panik, dass diese Menschen eine Immunsuppression erleiden. Das heißt, jene Bereiche des Immunsystems, zelluläre Immunsystemfaktoren, werden verringert. Und damit kann der Mensch schlechter mit einem Virus, wie zum Beispiel dem SARS-CoV-2, umgehen. Das heißt, er infiziert sich leichter und wird auch leichter krank und möglicherweise stirbt er auch leichter an einer SARS-CoV-2-Infektion an Covid. Die Maschinenmedizin behandelt den Menschen wie eine Maschine und so ist es logisch, dass er die Menschen auf Distanz bringt, wenn es darum geht, eine Virusinfektion zu vermeiden. Lockdown, Schulschließungen, all das waren die wesentlichen Maßnahmen der letzten 2 Jahre, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Die Psychoneumologie, die Psyche und Körper in Verbindung bringt, warnt aber genau vor solchen Maßnahmen. Denn wir bringen ja nicht Maschinen auf Distanz, sondern Menschen. Und wenn Menschen auf Distanz gebracht werden, dann werden sie erst recht ängstlich. Sie werden depressiv, hoffnungslos und vereinsamen. Und das sind genau die Kriterien, die sie anfälliger machen, sich mit einem Virus anzustecken und daran zu erkranken. Die Datenlage nach 2 Jahren ist klar. Die Lockdowns haben nichts geholfen. Im Gegenteil, ich würde sagen, die Inzidenzen sind sogar dort besonders gestiegen, wo Menschen besonders brutal auf Distanz gebracht wurden. Aber nicht nur das. Neueste Untersuchungen zeigen, dass die Lebenserwartung langfristig gesunken ist in den letzten 2 Jahren. Das heißt, durch die Maßnahmen, durch diese unmenschlichen Maßnahmen, die wir erfahren haben, werden Menschen nicht mehr so alt, wie sie vor der Covid-Krise geworden wären. Das betrifft vor allem Kinder, denn chronische Belastung, Entwicklungsstörungen führen langfristig zu schweren Entzündungserkrankungen und all das werden vor allem unsere Kinder und Jugendlichen in Zukunft erleiden. Das ist ein Paradoxon, aber ich habe ein weiteres Paradoxon beschrieben, und zwar das Impfparadoxon. Auch hier behandeln wir Menschen wie Maschinen, schleusen sie in Impfstraßen, auf Fließbändern ein, wo sie einfach geimpft werden, ohne dass man fragt, wer sie sind, in welchem Zustand sie sich befinden, wie gestresst sie eigentlich sind. Und es waren viele Menschen gestresst, die einfach so geimpft wurden. Sie waren verängstigt. Aber sie wurden auch missbraucht. Sie fühlten sich genötigt zur Impfung. Sie sind in diese Impfstraßen gegangen, um ihre Freiheit wiederzuerlangen, um ihre soziale Akzeptanz zu erhalten, um ihren Job nicht zu gefährden. Sie wurden missbraucht von der Gesellschaft, von der Medizin. Und sie waren möglicherweise auch immunsupprimiert in diesen Situationen. Und wir wissen aus der Psychoneurologie, wenn Menschen genötigt, missbraucht, verängstigt werden, dann sinkt ihr Immunschutz. Und wir brauchen aber dringend Immunschutz, wenn wir eine gute Impfreaktion schaffen wollen. Die Psychoneurologie zeigt klar, chronisch gestresste Menschen reagieren auf eine Impfung mit einem schlechteren
Impfantwort, mit Impfnebenwirkungen und mit Impfschäden. Und genau das ist passiert. Wir wissen deutlich mittlerweile, dass die Impfung zu schweren Impfschäden führen kann, die SARS-CoV-2-Impfung. Und dass auch hier das Gesundheitssystem in Zukunft massivst belastet wird. Diese Paradoxien sind es, und ich könnte noch eine Reihe weiterer aufzählen, die uns in den letzten 2 Jahren die Grenzen der westlichen Schulmedizin aufgezeigt haben, der Maschinenmedizin. Und ich plädiere sehr dafür, dass wir daraus lernen, dass unsere Gesellschaft daraus lernt und dass wir den Menschen in Zukunft eher ganzheitlich sehen, dass wir Körper, Psyche, Soziales, Spirituelles zusammen sehen und die Natur der Technik voranstellen. Denn genau darum geht es in Zukunft. Wir müssen wieder zurück zum Menschen. Wir müssen den ganzen Menschen in den Mittelpunkt unserer Kultur stellen. Mittlerweile steht nach einer Auswertung der Zahlen nach über 2 Jahren Covid-19 fest, dass das Virus SARS-CoV-2 für Kinder und Jugendliche kein relevantes Risiko darstellt. Es gab sowohl in Österreich als auch Deutschland nur ganz wenige Todesfälle, bei denen überdies nach den erteilten Informationen durchgehend Vorerkrankungen vorlagen. Dies ganz abgesehen von einer in dieser Altersklasse weltweit durchschnittlich vernachlässigbaren Infektionssterblichkeit. Es stellt sich daher die berechtigte Frage, wozu Minderjährige überhaupt mit einem nur bedingt zugelassenen experimentellen Impfstoff ohne ein argumentierbares Individualschutzbedürfnis überhaupt gegen Covid-19 zu impfen oder weiter zu impfen. Weiters frage ich mich, wie viele Kinder starben oder erlitten schwere Schäden nach ihrer Corona-Impfung. An diesen Zahlen könnte man doch die Risikoabwägung bei Kindern jederzeit nachjustieren oder zur Erkenntnis gelangen, dass Minderjährige gar nicht mehr geimpft werden sollen. Auch wenn die Regierungen neue Impfdosen in einer Millionenhöhe angekauft haben, die in keiner Weise nachvollziehbar ist, dürfen wir Menschen keine Versuchskaninchen sein und haben uns auch keinem Pharmaprofit zu unterwerfen, schon gar nicht unsere Kinder. Also Finger weg! Mittlerweile musste ich in einem Artikel lesen, dass das Paul-Ehrlich-Institut die Zahlen von impfgeschädigten Kindern seit Jahresbeginn verschweigt und sich nun auch weigert, sie trotz ausdrücklicher Anfrage der Presse mitzuteilen. Was soll das bitte? Sollen auf diese Weise Sicherheitsmängel verschleiert werden, um munter fröhlich einfach weiterzumachen und Schäden unserer Kinder in Kauf zu nehmen, nur um einem vorauseilenden Gehorsam gerecht zu werden? Nie zuvor in der Geschichte wurden so viele Menschen weltweit mit lediglich bedingt zugelassenen Vakzinen geimpft wie seit Ende 2020 gegen Covid-19. In Deutschland betraf dies bis Jahresende 2021 laut Robert-Koch-Institut RKI rund 61,7 Millionen Menschen. Weitere 2,8 Millionen kamen in diesem Jahr hinzu, darunter rund 560.000 12- bis 17-Jährige und fast 1,2 Millionen 5- bis 11-Jährige. 2/3 der seit Jahresbeginn neu Geimpften waren also minderjährig. Angesichts der bekannten Verdachtsfälle auf schwerwiegende Nebenwirkungen und Impfschäden wie Herzmuskelentzündungen, Blutungen, schwere Entzündungsreaktionen und Lungenembolie bei Kindern und Jugendlichen gab das PEI damals immerhin eine abstrakte Promillezahl an, bezogen auf die Impfdosen. Hier kann nur geschätzt werden, da nicht bekannt war, wie viele Impfdosen speziell an diese Altersgruppe verabreicht wurden. Gesetzt dem Fall, dass jedes geimpfte Kind 2 Dosen erhalten hat, kommt man auf gut 700 Geschädigte bzw. gab es auch zumindest 8 unerklärte Todesfälle. Da diese Daten zu schweren Schäden und Todesfällen bei Minderjährigen in dem neuen Sicherheitsbericht des PEI fehlen, wobei das rund 6000 Verdachtsfälle bei Minderjährigen ab 5 Jahren insgesamt sein sollen, besteht der Verdacht der bewussten Täuschung der Bevölkerung. Mittlerweile muss anhand der hohen Gewinne mit diesen Impfstoffen ernsthaft der Verdacht geprüft werden, ob Menschen in entsprechenden hoheitlichen Funktionen vorsätzlich in Kauf nehmen,
dass Kinder und Jugendliche durch die experimentellen Impfstoffe geschädigt werden, da es in dieser Altersklasse keinen darstellbaren Nutzen gibt. Ich kann nur eines sagen. Sollten wirklich Todesfälle von Kindern und Jugendlichen verheimlicht werden, um viele weitere Minderjährige, die aber durch SARS-CoV-2 gar nicht ernsthaft bedroht sind, der Covid-19-Injektion zu unterziehen, wäre jeder weitere Todesfall als Tötungsdelikt zu untersuchen. Dies in Bezug auf alle jene Personen, die aufgrund ihrer Funktion schon längst reden bzw. warnen müssten und nicht mehr schweigen dürfen. Der Schwerpunkt in meiner Ordination liegt auf der menschlichen Psyche. Nun, was bisher geschah seit Anbeginn des Coronavirus? Ich werde wöchentlich aufgesucht von Kindern und Jugendlichen, die unter massivsten Beschwerden leiden und in 9 von 10 Fällen tatsächlich aufgrund der Maßnahmen, die gegen das Coronavirus gesetzt worden sind. Einer oder eine leiden unter Ängsten wegen dem Coronavirus selbst. Wenn ich von Maßnahmen berichte, sind es die Masken tragen, Distance Learning, Homeschooling, die Großeltern nicht besuchen dürfen, weil man sie potenziell durch die Übertragungsgefahr töten könnte. Ja, und die Beschwerden, das sind die Essstörungen, die davor bestanden haben, nur massiv getriggert worden sind, Schlafstörungen, Schuldgefühle, Angst- und Panikattacken, die davor nie bestanden haben und plötzlich aufgebrochen sind, bis hin zu Selbstmordgedanken und Selbstmordversuchen. Es ist meine Erfahrung, von der ich hier berichte. Yeah, I'm speaking to you today about the genetic vaccines and children. And what I want to share with you is the science is becoming more and more clear. The data are becoming more and more clear. The children have essentially no risk. A healthy child has no risk of severe disease or death from the Omicron variants of SARS-CoV-2 or COVID-19. However, unfortunately, the vaccines do have significant risks. These genetic vaccines can damage your child's brain. They can damage your child's heart. They can damage your child's immune system, and they can damage your child's reproductive system. What I hope you can understand is that if this happens, you need to understand that you will be responsible for taking care of your child. There's nobody you can turn to, and you will have to live with remembering the rest of your life that you allowed your child to be vaccinated. I beg you, please, take personal responsibility. Don't let the state tell you what to do. You have to take responsibility for your child and guide them through this decision together with you about whether to accept vaccine or not. And if there is a problem after vaccination of your child, you need to remember that you will have to live with that for the rest of your life. So please keep this in mind and find out for yourself. Make your own decision based on factual information. This is not something to take lightly, and it's not something to do just because you want to get along with everybody else and go along with what the state tells you to do. Please think for yourself, protect your children, and remember that you alone are the one that is responsible for the safety of your child. You must take responsibility for that. I hope that this has been helpful, and I hope you get an opportunity to learn for yourself what the latest data and information are about brain damage, heart damage, immune system damage and reproductive damage. Solange ich lebe, wird keines meiner Kinder mit einem der sogenannten Corona-Impfstoffe geimpft. Warum? Vor einem Jahr hatten wir die Befürchtung, dass das Risiko dieser Substanzen bei Kindern den kaum zu erwartenden Nutzen überwiegt, da bei Erwachsenen schon Schäden sichtbar wurden. Heute haben sich diese Befürchtungen leider bestätigt.
Während sich viele vor einem Jahr noch nicht vorstellen konnten, dass Kinder überhaupt geimpft werden, impfen manche heute schon Säuglinge. Und leider bleiben die Folgen nicht aus. Im Nebenwirkungsmelderegister der Europäischen Arzneimittelagentur, der EMA, wurden bis Anfang Mai dieses Jahres bereits über 15.000 schwere Schädigungen bei unter 18-Jährigen in einem zeitlichen Zusammenhang mit einer der sogenannten Corona-Impfungen gemeldet. 170 davon endeten tödlich. Wir wissen aus Studien, dass es immer ein massives Underreporting gibt und nur 1-10% der Fälle überhaupt gemeldet werden. Deshalb müssen wir mit dem Faktor 10 bis 100 multiplizieren, um das wahre Ausmaß abschätzen zu können. Das sind dann 150.000 bis 1,5 Millionen schwer geschädigter Kinder. Kinder, für die eine Corona-Infektion mit kaum einem Risiko verbunden ist. 170 Todesfälle bei Kindern wurden gemeldet. In Österreich sind laut diesen Daten 4 Kinder nach einer Corona-Impfung verstorben. An Corona in der gesamten Pandemiezeit jedoch kein einziges. In diesen Berechnungen sind noch gar nicht all jene Kinder mit eingerechnet, die im Mutterleib durch die Impfung der Mutter versterben. Vor der 20. Schwangerschaftswoche liegt hier die Fehlgeburtenrate Studien zufolge bei 90%. Auch Langzeitfolgen für Kinder sind hier natürlich noch nicht erfasst, weil diese erst die Zukunft zeigen wird. Aber die Zahlen, die wir jetzt schon haben, die Daten, die jetzt schon auf dem Tisch liegen, sprechen für sich. Und wenn wir unsere Kinder nicht schützen, dann sind sie schutzlos. Ich zeige mein Gesicht. Liebe Menschheitsfamilie, wir zeigen heute erneut unser Gesicht, denn der Wahnsinn geht leider weiter. Die deutsche STIKO empfiehlt nun ganz offiziell die Kinderimpfung mit Corona-Impfstoffen ab dem 5. Lebensjahr. Aus wissenschaftlicher Sicht ist diese Empfehlung nicht nachvollziehbar. Aus ethischer und ärztlicher Sicht ist die Empfehlung ein Skandal. Wie weit soll dieser Wahnsinn noch getrieben werden? Die Omikron-Variante von SARS-CoV-2 führt bei den meisten Menschen zu einem banalen, ungefährlichen grippalen Infekt oder sie verläuft gänzlich asymptomatisch. Für Kinder besteht überhaupt keine Veranlassung für eine Impfung gegen diesen Schnupfen. Im Gegenteil werden vollkommen unabschätzbare Risiken für unsere Kinder und ihre Gesundheit in Kauf genommen, und das ohne Not. Auch ein Schutz der wenigen von SARS-CoV-2 Bedrohten wird durch die Kinderimpfung mit Sicherheit nicht erreicht. Wir lehnen diese Impfung daher mit Nachdruck ab und fordern die Bevölkerung auf, lasst eure Kinder nicht gegen Corona impfen. I think it's been quite difficult for a lot of children over the last couple of years with the restrictions that have come into place. You've seen lots of children missing out on really important activities, whether that's socializing or going from being a child into a young adult. And those are really important formative years where they're starting to explore new parts of their psychology and their sort of inner world. And so a lot of people have not been able to take part in certain activities that have helped them develop into being that young adult. And that's going to have a bit of a knock-on effect in terms of their later years. Wenn es um die vielen Nachteile und Einschränkungen für unsere Kinder während der Corona-Zeit geht, hört man immer wieder von den Befürwortern dieser unglaublichen Repressionen gegen die Kleinsten unserer Gesellschaft, Kinder gewöhnen sich und können sich sehr gut anpassen. Wie oft habe ich diesen zynischen Satz in den letzten 2 Jahren wiederholt aus dem Munde von angstgesteuerten Menschen gehört, damit sie ihr Gewissen erleichtern. Von Politikern, die uns allen Ernstes vermitteln wollten, dass dauerhaftes Maskentragen mit dem Respekt und der Würde unserer Kleinsten in Einklang zu bringen ist. Von meist kinderlosen Expertinnen und Experten, die uns weismachen möchten, dass wir Eltern es unseren Kindern einfach nur vorleben müssten. Von Schulgewerkschaftern, die die Lehrerinnen und Lehrern
ständig in Furcht und Unruhe halten, um ihnen vorzugaukeln, für deren Interessen einzutreten, wenn sie in den Schulen laufend noch strengere Maßnahmen für unsere Schülerinnen und Schüler fordern. Aber niemand beschäftigte sich je nur mit einem Wort, mit der Tatsache, dass das Virus SARS-CoV-2 nur eine durchschnittliche weltweite Infektionssterblichkeit von 0,1 bis 0,5% verursacht und es in Österreich sogar bis zum 65. Lebensjahr nur sehr geringe Letalitätsraten gibt. Dass das Durchschnittsalter der an oder mit Covid-19 Verstorbenen 83 Jahre alt ist, die zu mehr als 50% stets mehrfache Vorerkrankungen aufwiesen. Dass somit jedenfalls auch in Österreich die Schülerinnen und Schüler ebenso wie die Lehrerinnen und Lehrer durch das Virus SARS-CoV-2 nach allen Evidenzen nicht relevant bedroht sind. Trotz all dieser Erkenntnisse mussten unsere Kinder bis Mitte Februar dieses Jahres dauerhaft in den Gängen Masken tragen, sich durchgehend dreimal in der Woche nutzlos testen zu lassen, sich einem völlig unvertretbaren Impfdruck aussetzen und aus vorgespielter Solidarität mit älteren Menschen in ihrer Entwicklung behindert werden. Und all das droht ihnen ab dem kommenden Herbst in einer vielleicht noch viel abscheulicheren Dimension. Obwohl längst bekannt ist, wie hoch und irreversibel die Schäden in der Entwicklung unserer Kinder sind und dass die Kinderpsychiatrien überfüllt und sich die Suizidrate bei den 12- bis 18-Jährigen mittlerweile mehr als verdreifacht hat. Und um auf die eingangs genannte Aussage zurückzukommen, ja, Kinder gewöhnen sich an vieles, auch an das Maskentragen. Und wir sehen zu, wie wir ihnen dadurch wesentliche Entwicklungsschritte ihres Lebens rauben. Kinder gewöhnen sich an alles, weil es eine Überlebensstrategie ist, ein lebensnotwendiger Anpassungsprozess. Kinder gewöhnen sich an Ungerechtigkeiten, Kinder gewöhnen sich an verbale Abwertungen, Kinder gewöhnen sich an seelische Gewalt, Kinder gewöhnen sich an körperliche Gewalt und Kinder gewöhnen sich bekanntlich sogar an sexuelle Gewalt, weil sie keine andere Wahl haben. Also beenden wir diesen Zynismus zum Schaden unserer Kinder und treten wir mit offenem Visier für deren Rechte ein. Alle. Ja, well, as I'm always saying, literally, this applies to all age groups, right? To all age groups. Any vaccination during a pandemic, you know, with the type of vaccines that we have, that have severe limitations because they cannot curb the chain of transmission. So the virus can continue to replicate, to be transmitted. The virus can select mutants that can overcome the pressure that we are exerting. None of the age groups, whether these are children, elderly, should be vaccinated during a pandemic. Now, some people think that the pandemic is coming to an end, like this, you know, really stupid, I have no other words for this statement, from somebody like Fauci, who's saying we are ending the pandemic phase. You can never, never, ever end a pandemic without having a dramatic impact on the transmission. So what we are seeing is that the infection rates, on the contrary, are very high because they are tremendously underreported because the virus is, you know, causing essentially mild or moderate disease and it's, you know, tremendously underreported. So as long as the virus is being transmitted, you have high infection rates, you should not be vaccinating people. So what is particular now for the children? Well, normally, as children are growing up, we know all at the beginning, you know, very, you know, at birth, they have maternal antibodies that will protect them, you know, for 6 months. During this time, you usually don't vaccinate because the vaccines will be neutralized by the maternal antibodies. And then, in fact, the children, they will train their innate immunity. So as they get exposed to external antigens, not just virus, external antigens, their innate immune system
will become more and more trained, will be more and more adapted to deal with pathogens. So this training is extremely important. And it's also that training that protects, for example, older age groups against severe disease, etc. Now, when you prevent this, the immune system from being trained, and how do you do this? Well, you can easily do this by outcompeting the innate antibodies. So the innate antibodies are different from maternal antibodies. Maternal antibodies is passive immunization, right? Whereas the innate antibodies, these are, you know, the B cells that get triggered, in fact, but not by contact with a specific antigen or with a specific pathogen. And these innate antibodies, they are, you know, they recognize, in fact, patterns on pathogens. They do not recognize very specific antigens. They recognize patterns that are shared among several different pathogens. For example, not only amongst all the variants of SARS-CoV-2, but also amongst all coronaviruses, even influenza viruses. And they bind with a relatively low affinity to the virus, to the spike. If you have no specific antibodies, for example, induced by the vaccine, they are going to outcompete, because their affinity is much stronger. They are going to outcompete these innate antibodies. So what is the catastrophe? The catastrophe is, first of all, as we know, we are now dealing with variants that are resistant to the vaccinal antibodies. So the antibodies do no longer neutralize those variants. So that means that, in fact, the neutralizing antibodies are no longer binding. But when you vaccinate, you also induce non-neutralizing antibodies. And there is an interesting study, several publications, by the way, from Professor Fantini in the University of Marseille, who has clearly shown that when the neutralizing antibodies can no longer bind, because, of course, the virus becomes resistant, then the non-neutralizing antibodies are going to bind to the virus, and they can even make it more infectious. That is the reason why now peer-reviewed journals published vaccinees are more susceptible to the infection. The reason I'm saying this with regard to children is that even though you have no longer neutralizing antibodies binding, you still have the non-neutralizing antibodies binding that will still outcompete the innate antibodies, children. So what that means is that, first of all, the children can no longer rely on their innate immunity. It can no longer be trained, because these antibodies are outcompeted by specific antibodies that are, however, completely useless, because they are no longer neutralizing the virus, and on top, they are even enhancing the infectiousness. So binding of non-neutralizing antibodies to the spike protein is enhancing the infectiousness of the virus in the people that are sitting on such antibodies, namely vaccinees that have antibodies that are, you know, no longer neutralizing the virus. So here we have a very detrimental impact. First of all, the innate antibodies, the immune system is kind of like paralyzed, because it is blocked by the, you know, is bypassed by the specific antibodies. And the specific antibodies are no longer functional in terms of neutralizing the virus. On the contrary, they are enhancing the infectiousness. So especially for example, older age groups, it's less of a problem, because they got already the opportunity to train their innate antibodies. And when you train the innate antibodies, they get higher affinity for the virus. So the likelihood that they get outcompeted by vaccinal antibodies is lower, right? That is not the case in children. We start to vaccinate them before they even have gotten an opportunity to train their innate immune system. Of course, I'm also having children. When you look what are the consequences of now also vaccinating, you know, the younger generation and coercing parents to vaccinate their children, whereas they have no access to the information. So I'm trying to spread, you know, some of this information, which is complex and complicated for them to understand. But I think if they only understand that it is much more complex from what I'm saying, even if they don't understand the detail, it's much more complex than the stupid narrative, you know, telling to people, you know what, shut up, you get yourself vaccinated and your child and you're just going to be fine, don't worry, right? If people understand that it's more complex, they're going to look for more information and maybe, you know, it will ring a bell.
So that is, it's a kind of, you know, for me, it's a passion for the truth, really. That's the main driver. And then when you see how people get treated by all these, you know, the narrative and all these false messages, and it just hurts me enormously. And that is where, of course, I think, you know, we have indeed an obligation to raise awareness so that people, you know, don't fall into this trap, and especially don't vaccinate their children, for God's sake. You know, that is the worst thing ever. Ich führe seit September 2020 über 20 ordentliche Verfahren in zahlreichen Kantonen der Schweiz und vor dem Schweizer Bundesgericht. Jeweils alle mit demselben Ziel, nämlich bei nüchterner Betrachtung für schädlich und für verfassungswidrig zu qualifizierende Maßnahmen für ungültig erklären zu lassen. Dabei mache ich dieselbe Erfahrung wie meine Anwaltskollegen im Ausland und im Inland, nämlich dass die Gerichte gar nicht erst unsere Beweise beurteilen, sondern ihre Urteile ausschließlich abstützen auf die Meinungen und Auffassungen sogenannter Experten der WHO und sogenannter Experten, welche von den Regierungen eingesetzt wurden. Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger, mit Gewaltentrennung hat dies nichts zu tun, denn nach spätestens ein paar Monaten müssen die Gerichte die Begründetheit, die Rechtfertigung der Maßnahmen überprüfen können und muss vor allem der Staat die Beweise auf den Tisch legen, damit er diese Maßnahme rechtfertigen kann. Das ist bis heute nicht passiert. Was wir vielmehr sehen, ist, dass unsere Länder auch für den Herbst hin weiterhin an diesen fehlerhaften Methoden des PCR-Testes, ausschließlich des PCR-Testes, festhalten wollen, dass sie ihr Urteil, ihre Beurteilung der Bedrohung der öffentlichen Gesundheit nicht abstützen wollen auf die Beurteilungen durch ärztliche Diagnosen und vor allem, dass sie nur eine Lösung kennen, nämlich die gesamte Welt sei zu impfen. Mit nutzlosen, nicht wirksamen und vor allem risikoreichen Substanzen, welche nicht ausreichend erprobt wurden. Hier, liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, sind auch Sie gefordert, die bisher nur an der Seitenlinie standen, denn das Problem kann nicht von einzelnen aufrechten, mutigen Anwälten, Ärzten, Wissenschaftlern und Widerstandskämpfern auf der Straße gelöst werden. Bitte treten auch Sie nun in Aktion. Informieren Sie sich über diesen Sommer, informieren Sie andere und helfen Sie mit, unsere verfassungsmäßigen Grundordnungen, unsere Grundrechte und vor allem unsere Gesundheit zu schützen. Es geht nicht nur um Ihre Zukunft, es geht auch um die Zukunft unserer Kinder. Es ist unfassbar, dass trotz überwältigender Datenlage das SARS-CoV-2 weder eine gesundheitliche universelle Notlage hervorgerufen hat, noch dass Impfungen jeglicher Art einen viralen Atemwegsinfekt wirksam behandeln, noch nachhaltig davor schützen können. Und trotzdem wird diese Behandlung nach wie vor undiskriminiert jedem Menschen, unabhängig seines Gesundheitszustandes oder seiner Vorerkrankungen, inklusive Kindern, mit Zwang aufgedrängt. Ich werde mich Zeit meines Lebens für eine individuelle, indikationsbezogene Medizin einsetzen, gemäß meines Verständnisses, meines Dienstes am Menschen, gemäß des Hippokratischen Eids, gemäß der Genfer Konvention und gemäß meiner Berufsordnung. Was tun wir unseren Kindern an? Wir Ärzte können Patienten behandeln. Wir Ärzte können aber nicht mehr behandeln, wenn das Immunsystem nicht aufgebaut ist oder zusammengebrochen ist. Da kommt eine Riesenwelle an Komplikationen an uns zu, mit Kindern, die heute kein Immunsystem aufbauen. Das Zweite ist natürlich die Impfung, die überhaupt noch keine Langzeiterfahrungen sind. Es werden neue Impfstoffe entwickelt, es wird immer jünger geimpft, ohne irgendeinen Schutz. Die ganzen Gesetze, die wir noch
gelernt haben, die ganzen Studien, die wir gemacht haben, wo wir wirklich lange die Patienten aufgeklärt haben, wo wir lange hin überlegt haben, wo wir Crossover gemacht haben, wo wir 1, 2, 5, 10 Jahres Nachuntersuchung gemacht haben. Alles das gibt's nicht mehr. Als Wissenschaftler und Arzt fühle ich mich da geschockt in dieser ganzen Zeit. Was haben wir die letzten 30 Jahre gemacht? Wir mussten auf alle möglichen Regulatoren aufpassen und die Politiker und die Anwälte sagen einfach, brauchen wir nicht mehr. Ja, warum haben wir es denn gemacht die letzten 30 Jahre? Wir müssen unsere Kinder schützen, wir müssen unsere Kranken schützen, wir müssen unser Immunsystem aufbauen. These past 2 years have been difficult on all of us, but especially our children. Since then we have seen increase in mental health illnesses, suicide, depression, anxiety, decrease in IQ in children, and increase in speech therapy due to mask wearing. COVID-19 as illness is very mild in children, and our children develop a robust natural immunity which is superior. With COVID-19 vaccines, there are some very concerning data regarding myocarditis, long-term fertility issues, seizures, rashes, neurological symptoms, and all sorts of things that we don't know because we don't have long-term safety data. One of my favorite movies is with Tom Cruise, Jerry Maguire, and he says, "You had me at hello." For me, I say, "You had me at myocarditis." If my child woke up in the middle of the night with chest pain and shortness of breath, I would be concerned. I would even be scared. Myocarditis does cause damage to the heart, and these children have to be followed long term. So that would increase even more stress on the family and the children. In my opinion, without any long-term safety data, knowing that children are not affected by COVID-19 as a disease and they develop a superior natural immunity, I do not recommend COVID-19 vaccine in our children. We need to be their voice, we need to be their advocates, and we need to ask questions. Why would I vaccinate my child? Ich habe an der Universität Zürich Medizin studiert, in Immunologie und Virologie promoviert, bin Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie und habe 34 Jahre Erfahrung auch in Diagnostik und Therapie akuter Atemwegsinfektionen. Es gibt keine Kontrolle darüber, welche Zellen es produzieren und in welcher Menge, und beides dürfte von Individuum zu Individuum sehr unterschiedlich sein. Die Zellen, die gezwungen werden, dieses fremde Protein zu produzieren und auf ihrer Oberfläche zu präsentieren, werden vom Immunsystem angegriffen, was zu ihrem Absterben führt, somit zu Autoimmunerkrankungen, beispielsweise einer Herzmuskelentzündung, mit möglicher Zerstörung von Teilen oder des ganzen Organs, dessen Teil sie sind. Und bedenkt bitte, dass es einen großen Unterschied ausmacht, ob wir erstmal eine oder 100 Schlaftabletten einnehmen. Die sogenannte Covid-Pandemie wurde vor allem durch Lockerung der Kriterien für die Ausrufung einer Pandemie und durch völlig unwissenschaftliche, wahnsinnige Tests fabriziert. Diese, hauptsächlich Testpandemie, kann nur überwunden werden durch Beenden der fehlerhaften Testpraxis. Liebe verantwortungsbewusste Mitmenschen, wacht auf, gebt eurem Rückgrat einen Booster, steht auf, zeigt euer Gesicht und kämpft, friedlich, aber entschlossen, wenn nicht für euch selbst, dann für die Zukunft eurer Kinder und Enkelkinder. Liebe Zuhörer, bevor ich mit meiner Botschaft an euch beginne, möchte ich gerne die Gelegenheit nützen, dir, liebe Maria, zum einjährigen Bestehen deiner wunderbaren Initiative Wir zeigen unser Gesicht von ganzem Herzen zu gratulieren. Dankeschön für deine unermüdliche Widerstandskraft, dein konstantes Hoffnung geben und dein konsequentes Mutmachen. Du hältst nicht nur beeindruckende Reden auf nationalen und internationalen Bühnen mit Leichtigkeit und vermittelst dabei auch noch gewichtige Botschaften. Du handelst auch mit Herz. Du denkst voraus, du organisierst, du netzwerkst im Hintergrund. Kurzum, du bist ein echter Tausendsasser und vor allem ein unverrückbarer Herzensmensch.
Dankeschön für dein großartiges Engagement, liebe Maria. Ich schätze dich sehr und bin dankbar für deine Freundschaft. Dadurch kann ich dieser Krise auch etwas Positives abgewinnen. Ich bin dankbar, dass ich in dieser Zeit schon so viele besondere Menschen wie dich kennenlernen durfte. Und nun zu meiner Botschaft an euch, liebe Zuhörer. Vor einem Jahr zeigte ich mein Gesicht, weil die Einführung der Covid-19-Injektion für Kinder bzw. Jugendliche ab 12 Jahren kurz bevorstand und damit nach dem Social Distancing, dem Masketragen und dem Testwahnsinn eine weitere rote Linie in Bezug auf unsere Kinder überschritten wurde. Heutiger Stand der Dinge ist, dass die Ständige Impfkommission in Deutschland erstmals die Covid-19-Injektion für alle 5- bis 11-Jährigen empfiehlt und das, obwohl mittlerweile feststeht, dass das Virus SARS-CoV-2 für Kinder und Jugendliche kein relevantes Risiko darstellt. Davor gab es keine generelle Impfempfehlung für diese Altersgruppe, sondern nur für Kinder mit Vorerkrankungen oder Kontakt zu Risikogruppen. Hinzu kommt, dass sowohl in Österreich als auch in Deutschland irritierenderweise schwere Impfschäden und Nebenwirkungen auch in dieser Altersgruppe verschwiegen werden bzw. immer wieder versucht wird, die Folgen entweder zu verharmlosen oder die Kausalität in Abrede zu stellen. Warum passiert so etwas Unglaubliches vor unseren Augen? Warum nimmt man in Kauf, dass Kindern ohne jede konkrete Bedrohung durch SARS-CoV-2 nach wie vor ein nur bedingt zugelassenes und somit experimentelles Präparat injiziert wird? Wo sind da die Eltern? Ich bin mir sicher, dass Eltern grundsätzlich immer das Beste für ihr Kind wollen. Daher verstehe ich nicht, wenn sie sagen, die Kinder regen sich ja über die Maßnahmen nicht auf oder noch schlimmer, die Kinder haben sich eben an die Maßnahmen zu gewöhnen, man wolle den Kindern nicht die Realität vorenthalten. Diese Aussagen machen mich fassungslos, denn Kinder sind unsere Schutzbefohlenen und da liegt es an uns Eltern zu handeln und unsere Kinder und ihre körperliche und psychische Gesundheit vor diesen unverhältnismäßigen politischen Maßnahmen zu schützen und für ihr Kindeswohl zu sorgen. Der Gesetzgeber hat den Begriff des Kindeswohls so definiert, dass das Kindeswohl bei sämtlichen Angelegenheiten, die Kinder betreffen und somit auch in medizinischen Belangen berücksichtigt werden muss. Dieser besondere Schutz ist nicht nur im nationalen Recht im Verfassungsrang, sondern darüber hinaus auch in der UN-Kinderrechtskonvention und in der Charta der Grundrechte der EU verankert. Allesamt sehen vor, dass das Wohl jedes Kindes aus Prinzip Vorrang hat. Sie beinhalten das sogenannte Kindeswohlvorrangigkeitsprinzip. Ich zeige noch immer mein Gesicht, weil unsere Kinder nach wie vor unsere Hilfe benötigen und da rufe ich damals wie heute dazu auf, informiert euch, denn Wissen schafft Freiheit. Unsere Kinder werden es uns danken, denn wir sind ihre Leuchttürme und sie sind unsere Zukunft. Die Corona-Pandemie hat für mich eine Grundsatzfrage mit sich gebracht, nämlich die Frage, in welcher Gesellschaft wir zukünftig leben wollen und in welcher Gesellschaft unsere Kinder groß werden. Ich möchte jedenfalls in einer Gesellschaft leben, die sich daran misst, wie sie mit den Schwächsten, also mit unseren Jüngsten und unseren Ältesten umgeht. Ich werde da alles dafür tun, um wieder in einer Gesellschaft leben zu können, die frei von Angst und frei von tiefen Gräben ist. Ich bin mir sicher, es wird der Tag kommen, an dem das Ansteckendste wieder das Lachen sein wird. Ich werde da so lange mein Gesicht zeigen, bis dem so ist. Und solange es nicht so ist, werde ich auch nicht aufhören, mein Gesicht zu zeigen und mich für die Kinder und ihr Wohl einzusetzen. Wir zeigen Gesicht für unsere Kinder, stehen in der Pflicht für unsere Kinder. Wir haben sie auch geboren.